Hallo ihr Lieben, heute gibt es mal wieder ein Rezept mit meinen heißgeliebten Orangen. Weil die jetzt gerade Saison haben, versuche ich damit natürlich so viel wie möglich Neues auszuprobieren. Also ich meine back- und kochtechnisch natürlich. Und heute gibt es ganz, ganz leckere Donauwellen. Die Idee dazu hatte ich in einer Zeitschrift gesehen. Aber das Rezept ist jetzt komplett mein eigenes. Ich habe mich nur inspirieren lassen. Das Ganze habe ich mit einer locker leichten Joghurtcreme gemacht. Wie ich das genau gemacht habe, seht ihr natürlich gleich im Video. Und getoppt ist das Ganze mit einem sehr leckeren Orange Curd, auch selbst gemacht. Und das Video dazu kam schon vor ein paar Tagen online. Das verlinke ich euch gerne nochmal unten in der Infobox. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Video und wir sehen uns dann gleich. Für unseren lockeren Donauwellenboden benötigen wir Sprudelwasser. Alle Zutaten und die genauen Mengenangaben findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox. Neben dem Mehl und Backpulver benötigen wir noch Eier, Zucker und Backkakao, Butter und Sahne. Am besten ist es natürlich, wenn alle Zutaten auf Zimmertemperatur sind. Die Butter verrühren wir dann zusammen mit dem Zucker auf höchster Stufe und geben die Eier nach und nach hinzu. Nach den Eiern gebe ich noch die Sahne in den Teig. In einer separaten Schüssel verrühre ich das Mehl mit dem Backpulver, um Klümpchen zu vermeiden, und gebe dann die Mehlmischung löffelweise in den Teig hinein. Das Sprudelwasser gebe ich abwechselnd hinzu, immer schlückchenweise, also immer eine Portion Mehl und eine Portion Sprudel dazwischen. Wer mag, kann als Flüssigkeit natürlich auch Milch verwenden. Ich finde es mit Sprudel aber besonders schön, da es den Teig richtig locker macht. Den fertig gerührten, geschmeidigen Teig stelle ich beiseite und in der Zwischenzeit kümmere ich mich um die Orangen. Das sind unbehandelte Orangen, die ich heiß abgewaschen habe. Von der einen Frucht brauche ich die Zesten, deswegen reibe ich sie ab. Und dann wird die Schale komplett abgemacht, so dass auch die weiße Haut entfernt wird. Und ich schneide die Orangen in gleichmäßig große Stückchen. Nicht zu klein, aber auch natürlich nicht zu groß. Bei mir waren 2 große Orangen ausreichend. Wer nicht so große hat, der kann natürlich auch 3 oder 4 Früchte verwenden. Meinen Kuchen habe ich in einem Backrahmen gebacken. Auf dem Boden von meinem Backblech gebe ich auf jeden Fall noch etwas Backpapier und fette dieses auch nochmal ein. Die Hälfte von dem Teig, aber wirklich nur die Hälfte, habe ich in den Backrahmen verteilt. Und zu der anderen Teighälfte gebe ich Backkakao, die Orangenzesten und etwas Milch hinzu und verrühre das Ganze nochmal. Das wird dann unser dunkler Teig, den wir dann auch auf den hellen Teig verstreichen müssen. In gleichmäßigen Abständen verteile ich meine Orangenstückchen auf den dunklen Teig und drücke sie leicht runter, damit wir den schönen Donauwelleneffekt hinbekommen. Das Backblech kommt dann so in den vorgeheizten Backofen. Natürlich findet ihr auch die Backofeneinstellungen unten in der Infobox. Für die locker leichte Joghurtschicht benötigen wir Naturjoghurt, etwas Puderzucker, Sahne und ein Schlückchen Milch. Und weil ich auf Gelatine verzichten möchte, benutze ich Agar-Agar. Das ist rein pflanzlich. Für die oberste Schicht meines Kuchens nehme ich Orange Curd. Das ist eine selbstgemachte Orangencreme. Das Video dazu hatte ich euch bereits vor ein paar Tagen gezeigt. Ich verlinke es euch natürlich auch gerne unten in der Infobox. Den Puderzucker gebe ich zu der Schlagsahne. Das Ganze wird auf der höchsten Stufe gemixt, bis die Schlagsahne schön fest geworden ist. Danach kümmere ich mich um die Agatine. Diese verrühre ich mit etwas Milch. Dazu nehme ich eine Gabel oder einen Löffel und versuche das Ganze wirklich klümpchenfrei zu rühren. In einem kleinen Milchtopf oder ähnlichem gebe ich das Ganze auf den Herd, lasse es aufkochen und das Ganze sollte unterrühren ca. 2 Minuten köcheln. Dann können wir es runternehmen von der Herdplatte. Den Naturjoghurt verrühre ich mit einem Schneebesen glatt und gebe dann die Milch-Agatine-Mischung hinein. Man kann auch sofort merken, dass die Joghurtmasse leicht andickt. Erst wenn beide Zutaten gut miteinander verrührt sind, geben wir unsere aufgeschlagene Sahne hinzu und verrühren das Ganze vorsichtig mit einem Schneebesen. Und erhalten eine unglaublich lockere und leckere Joghurtcreme, die wir dann auf den abgekühlten Kuchen verstreichen können. Vorab habe ich aber schon mal den Backrahmen von den Seiten des Kuchens gelöst und ihn dann nochmal zurechtgedrückt, so dass von der Joghurtmasse nichts an den Seiten runterlaufen kann. Achtet darauf, die Joghurtcreme gleichmäßig auf der Donauwelle zu verteilen. Ich benutze dazu gerne so eine Teigkarte. Dann decke ich den Kuchen mit etwas Folie ab und gebe ihn in den Kühlschrank. Nach ca. 4 Stunden ist dann nämlich die Joghurtmasse fest geworden.
und kann mit dem Orange Curd bestrichen werden. Die Orangencreme sollte natürlich auch flüssig genug sein, also vielleicht ganz kurz erwärmen, wenn ihr sie aus dem Kühlschrank geholt habt, damit das Ganze etwas flüssiger wird. Sie darf aber natürlich nicht zu warm sein, damit unsere Joghurtschicht nicht schmilzt. So kann der Kuchen nochmal in den Kühlschrank über Nacht oder für mindestens 6-7 Stunden. Je länger dieser Kuchen im Kühlschrank wartet, desto besser schmeckt er am Ende. Dieser Kuchen ist wirklich super, wenn man etwas für seine geplanten Gäste vorbereiten möchte, das nicht nur sehr, sehr lecker schmeckt, sondern auch noch ein Hingucker ist und auch einfach zu zubereiten. Und wenn er immer schön gekühlt bleibt, hält sich dieser Kuchen auch 3 bis 4 Tage, wobei er höchstwahrscheinlich nicht so lange überleben wird, weil er einfach so fruchtig, frisch, lecker schmeckt. Auf meinem wunderschönen Teewagen serviere ich dann die vorgeschnittenen Donauwellenstückchen. Wer mag, kann die Joghurtschnitten vor dem Servieren auch noch mit Orangenscheibchen dekorieren. Das sieht besonders hübsch aus. Und zu einem schönen Tee oder heißem Kaffee passt das Ganze natürlich hervorragend. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen, das Video natürlich auch. Und hoffentlich macht ihr das Rezept mal nach. Es wird sich auf jeden Fall lohnen. Das Video ist übrigens in Kooperation mit der Firma Back in Time Möbel entstanden, von denen ich auch meinen sehr hübschen Teewagen habe. Ich verlinke euch deren Webseite unten in der Infobox. Wer mag, kann da gerne vorbeischauen. Über einen Daumen hoch für mein Rezept würde ich mich natürlich sehr freuen. Und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren für weitere Rezeptvideos. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken und bei allem, was ihr heute noch vorhabt. Und ich hoffe, wir sehen uns bei einem nächsten Video wieder. Bis dann!